Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Meine Webcam fuckt mich todes ab, es ist alles scheiße dunkel, deswegen gehen wir einfach ganz schnell in diesen Screen hier rein, denn hier ist es nicht ganz so schlimm. Leute, es gibt einen neuen Trailer. Es wird wieder Zeit für eine Reaction. Es gibt einen neuen Trailer zum kommenden Event. Harvest of Ghosts. Ihr seht meine Maus nicht, jetzt seht ihr meine Maus. Harvest of Ghosts. Und es wurden interessante Sachen bereits geteased auf Instagram und also auf den Social Media Plattformen. Ich blende hier einfach mal ein, was geteased wurde, auch mit der Unterschrift. Ich weiß gar nicht mehr. Da stand irgendwas dran von wegen neue Wege, alte Gegner zu besiegen, was wahrscheinlich auf die Bosse bezogen ist. Es gibt keinen neuen Boss, aber es gibt irgendwie neue Wege und irgendwas auch mit irgendwas Risikoreiches, also irgendwas mit Risky stand dran. Es klang so, als würde vielleicht ein neues Spiel. Spielmodus kommen, aber ob das wirklich passieren wird, mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe richtig Bock. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen einfach direkt rein und schauen uns an, was Crytek dieses Mal wieder gekocht hat und hoffentlich möglichst ohne Bugs. Naja, okay. Gehen wir rein. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe mal, Lautstärke passt hoffentlich. Bisschen sehr laut. Listen close, sister. Hör mal, ist ein bisschen sehr laut. I'm here and you'll hear ghosts wailing. Qualität ist nicht so geil, aber... Wird zu viel geredet. Alter, warum sind die Untertitel so unglaublich winzig? Kann ich die auch größer machen? Hui, oh ja, man kann einiges einstellen. Moment, das schneiden wir. So, jetzt. Jetzt passt es besser. Jetzt haben wir auch mit Untertiteln. Listen close this time of year and you'll hear ghosts wailing. I've heard them call the name of a killer even they fear. Harvest. Said he's a-coming. Thirsty to cut down his foes and then rise up at midnight. They say three folks stand in his path. Oh, die sieht cool aus. Wolf soul. Oh, die sieht cool aus. Rises with the sun. And a seer who knows his secret. Okay, ich finde alle Skins bisher sehr geil. Die sehen alle krass aus. He's gotta face them all before his destiny's done. Now, don't know if it's true. But I tell you this. You hear the whisper of a blade. Wir schauen uns die neuen Waffen gleich an. Wir schauen uns das gleich an. In the dark. Run. Was ist das? Die sehen cool aus. Oh, das sind drei. Okay. Wow, okay, es geht ganz schön schnell. Okay, das sieht sehr interesting aus. Okay, wir gehen das jetzt hier mal ein bisschen durch. Also der Anfang war jetzt, da gab es jetzt nicht so viel spannendes Zeug, außer schöne Cinematics. Also der hier sieht ziemlich goofy aus, muss ich sagen. Ich finde, der sieht nicht so cool aus, aber die anderen Varianten sahen cool aus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wieder ein Hunter ist, der verschiedene Varianten hat. Ich finde, die sieht übertrieben cool aus. Die feiere ich wirklich crazy. Der ist auch verdammt cool. Ich glaube, der hat ein Slate in seiner Hand. Die finde ich auch richtig cool, auch wie das hier dargestellt ist. Das sieht echt cool aus. Ja, was ist das? Was ist das? Ist das ein Terminus? Oder? Ah, das ist der Bomb Launcher. Den kennen wir schon. Der wurde schon geteased. Oder schon gezeigt sogar. Aber das hier, was ist das? Was ist das? Das ist doch keine. Das ist keine normale Terminus, wenn das ein Terminus ist. Nee, es ist keine Terminus. Was ist das? Leute, ich habe keine Ahnung von Waffen, also im echten Leben. So, ich kenne nur Hand-Showdown-Waffen, wie sie in-game funktionieren, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, ob das jemand erkennt, aber ich weiß nicht, ob das ein Gewehr ist oder eine Shotgun. Und keine Ahnung, wer er ist. Und das hier, was ist das? Dann gehen wir hier mal ein paar Frames zurück. Das sind ja keine Alert Trip Mines oder sowas. Das sieht aus wie eine Claymore. Was ist das?
Aber irgendwie interagiert man damit. Also so wie mit einem Clou oder so. Ich muss mir kurz hier den Crossbow anschauen. Klang so, als wäre es ein Poison. Also danach war so Glas, das kaputt geht, das klang so, als wäre es ein Poison Crossbow. Boah, ich finde die alle drei so cool. Wirklich, ich feiere die alle drei. Die sehen so cool aus. Auch sehr unterschiedlich. Das ist ein schönes Wallpaper auch. Wenn die Qualität ein bisschen besser wäre. Genau, und die haben verschiedene Varianten. Ich finde, der sieht dumm aus. Sorry. Die beiden sehen... Die sehen nice aus. Okay, boah, ich hab ein bisschen gehofft, dass man ein bisschen mehr sieht. Wir schauen einfach in die Kommentare. Oder an sich steht hier irgendwas? Was schreiben die Leute? Oh mein Gott, eine Crown King Comp. Ist das eine kleine Crown King? Oh mein Gott, er hat recht. Das ist eine kleine Crown King, ja. Aber das hier, das sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht nicht aus wie eine normale... Oh. Das ist keine Terminus. Ich glaube, das ist eine kleine Centennial Sniper. Was? Eine Medium-Sized Sniper. Wirklich eine Sniper. Wir haben ja schon Medium-Sized Gewehre mit Scopes, aber das sind alles Deadeye-Varianten. Die Winfield, die Springfield, die... wir haben auch die in der Gun Precision mit einem Deadeye-Scope. Aber wir haben nichts mit einem richtigen Scope, sage ich mal. Das ist ein Sniper. Warum? Das ist kein Marksman-Scope, glaube ich. Das ist ein Sniper-Scope. Das ist interessant. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, dass sowas mal jemals kommt. Aber ich glaube, das haben sie jetzt gemacht wegen dem Bullet Drop. Bomb Launcher Kimmy. Und das hier, ja. Das ist eine kleine Crown and King. Ach du Scheiße. Oh, wie ich das finden soll, weiß ich nicht. Auch wie Shotguns gebufft wurden, es hat eh schon wieder eine kleine Shotgun dabei. Jetzt kriegt man eine kleine Crown King. Oh mein Gott, warum, Crytek? Warum? Eigentlich passt es, meine Felsen so dunkel ist. Es passt gut zur Atmosphäre. Okay, da habe ich ein bisschen Angst. Aber wie viel Schuss hat die dann? Und die Große hat 5? Die hat dann wahrscheinlich nur 3 oder so. 3 wäre gar nicht so geil eigentlich. Aber gut, für ein Trio wird es reichen, potenziell. Aber ja, das ist eine kleine Crown King. Und irgendwie wirkt das ein bisschen so, als würden... Was war denn das hier? Es wirkt für mich, es sieht... Irgendwie habe ich das Gefühl, weil ja auch... Es wurde ja auch gesagt, also wie gesagt, was ich euch eingeblendet habe, steht irgendwas dran von wegen Risky und neuer Weg, bereits bekannte Gegner zu bekämpfen. Ey, also was mir auch erst in den Kopf kam, als ich diese Bilder gesehen habe, das ist ein Höllenhund, war eine Art High-Roller-Mode oder halt so ein Hardcore-Modus vielleicht, wo vielleicht alle Mobs stärker sind. Weil so wie die Mobs hier dargestellt werden, wirkt es so, als würden die alle krasser sein. Die sind richtig gefährlich dargestellt. Was auch immer das ist, das ist echt krass. Also das ist wirklich ein Rätsel. Wofür ist das? Moin, ich bin's nochmal. Weil ich habe gerade in den Kommentaren was gelesen, was dieses Ding sein könnte. Das könnte eine Remote Bomb sein. Also eine ferngesteuerte Bombe, eine fernzündbare Bombe. Ey, ich bin so ein scheiß Anglizismus-Opfer, es tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall eine Bombe, die man aus der Ferne zünden kann. C4 quasi. Das könnte auch sein. Das würde auch passen. Er hat es platziert und mit der Darkseid interagierst du damit, dass du es hochjagst. Das könnte vielleicht sogar noch eher sein. Ich glaube, das ist es auch. Ich glaube, das ist wirklich fucking C4. Und das finde ich interessant. Das könnte cool sein. Komm, je nachdem, wie man es aktiviert, das sieht so aus, wird es ein bisschen dauern, nicht instant sein. Mal sehen. Schreibt mir dennoch eure Meinung in die Kommentare, was sein könnte. Und ich sage wieder tschüss. Tschüss. Was könnte das sein? Na gut, wir werden es in einer Woche erfahren. Aber spekulieren macht Spaß. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es gecheckt. Ey, wenn das wirklich kommt, wäre es krass. Vielleicht kriegen wir Heilungsbolzen für den Handcrossbow. Schaut euch das mal an. Hier. Er stirbt, er kriegt Schaden, ich weiß nicht. Ne? Irgendwas passiert mit ihm. Also er geht ja eigentlich down. Dann kommt er hier. Schießt und plötzlich fühlt sich seine Hand mit irgendwie magischer Energie, was weiß ich, Voodoo-Shit. Und er steht wieder auf. Ich glaube, wir kriegen Heilungsbolzen. Vielleicht sogar Revive-Bolzen. Und das wäre komplett insane. Boah, das wäre krass.
Aber irgendwie glaube ich es gerade echt. Weil warum sollten sie so einen Poison Crossbow jetzt so hervorheben? Vor allem so, dass ich cause Heilungsbolzen. Potenziell sogar Revive-Bolzen. Ich glaube schon. Moin, kurze Edition, weil mir gerade noch was gekommen ist. Vielleicht sind es doch nur Poison-Bolzen, aber vielleicht wird es einen Trade geben, mit dem man sich durch Gift heilt. Das könnte auch sein. Potenziell sogar wiederbelebt wird, aber da bin ich mir echt unsicher mit dem Wiederbeleben, aber steht halt wieder vom Boden auf. Könnte doch nur für Cinematic Reasons sein. Wir hatten das schon mit Feuer, wir hatten das schon mit Wasser. Das könnte auch sein. So, das wollte ich noch sagen. Genau. Tschüss. Boah, das wäre crazy. Aber es wirkt auch ein bisschen so, als würde es zwei Seiten geben mit diesen Pumpkin-Typen, mit diesen Kürbistypen und mit den drei anderen. So, die sind gegeneinander. Die sind blau, die sind rot, die sind die Bösen. Ich glaube, Crytek hat was Besonderes vor für das Event. Man sieht eben gesagt die neuen Waffen. Kleine Crown King, okay. Ich bin gespannt, ich habe ein bisschen Angst davor, weil kleine Shotguns sind gerade echt gut. Wir werden sehen. Auf den Bomb Launcher freue ich mich. Ich hoffe, dass der, wie die Bomb Lens ist, genau gleich Munitionsarten, da muss man gar nicht irgendwas Neues bekommen. Ich hoffe nur, dass er schneller nachlädt. Du hast quasi, wir haben eine Bomb Lens als Medium Slot, ohne die Lanze halt, deswegen ist nur der Bomb Launcher. Aber wenn das Ding schneller nachlädt, wäre das krass. Das wäre richtig geil. Zusammen mit Long Ammo oder so, jemanden abschießen, dann der Bomb Launcher hinterher. Das ist nämlich deutlich besser als der Bogen. Der Bogen mit den Frag Arrows, die Dinger sind nämlich übelst scheiße, ich hasse die. Aber ich liebe die Frag-Ladungen von der Bomb Lens, deswegen könnte sehr geil sein. Und eine kleine Sniper, was ich auch echt wild finde. Man muss natürlich bedenken, bei den kleineren Waffen, mit den abgesägten Läufen, die haben, da fängt der Bullet Drop früher an und die haben auch geringere Masse-Velo. Deswegen mal schauen, die könnte doch echt scheiße sein, aber hey, vielleicht ist es auch wirklich gut. Cooler Trailer, mal wieder wunderschön, schöne Musik, ich bin sehr gespannt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt, was da auf uns zukommt. Ich glaube, das ist ja schon ein gutes Thumbnail eigentlich. Hilfe. Okay. Lassen wir das. Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare, eure Ideen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. War nur eine kleine Reaction. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Tschüss.